Headset. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich sitze nicht im Keller, was man ja sonst auch nicht sieht. Ich sitze hier. Also ist zwar Fake-Hintergrund, aber grundsätzlich sitze ich in dem Raum, den man hinter mir sieht. Ja, irgendwie bin ich nicht zum Streamen gekommen, auch nicht zum Bauen natürlich. Das eine bedingt das andere. Ich habe einmal komplett den alternativen Stream Rechner aufgesetzt. Das scheiterte dann daran, dass eine Webcam nicht erkannt wurde. Habe alles wieder zurückgebaut, also ich kann unten streamen. Aber ich wollte irgendwie gerne mal ein Spiel hier euch vorspielen. Ich mache mal das Monitoring aus, in der Hoffnung, dass mein Audio-Device das mitmacht. Und zwar steht da My Suica Watermelon. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gestoßen bin. Auf jeden Fall bin ich darauf gestoßen, auf dieses Spiel. Tja. Und das spiele ich jetzt einfach mal. Habe ich das schon gestartet? Wollte ich das starten? Ich glaube, ich habe es nur im Startmenü einmal, wegen des Namens habe ich einmal im Startmenü es aufgerufen. Und zwar, ja, mein Rechner ist gerade hochgradig beschäftigt, aber das muss das Boot abkönnen. So, jetzt startet der auf dem Monitor. Das ist doch alles. Ach da. Ja, es ist alles mit diesen. Also das Spiel ist es hier Steam? Das ist Steam. Ist es ein Spiel bei Steam? Und jetzt sollte ich vielleicht mal so langsam auf den Monitor umschalten, damit ihr auch was seht von dem Spaß. Und zwar, wenn das hier alles noch funktioniert, geht das so. Exakt. Wunderbar. Ja. Das Spiel ist irgendwie My Suica? 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 Keine Ahnung. Achso, die Frage ist, na, Endgame-Sound müsst ihr nicht unbedingt hören. Ich spiele Classic. Ich spiele nicht Speed. Speed ist überhaupt nichts und Rescue kann ich offensichtlich nicht spielen. Classic. Und ja, worum geht's? Achso, jetzt seht ihr das Next nicht. Das haben wir gleich. Wir, achso, jetzt muss ich aus dem Spiel rauskommen. Wie komme ich jetzt? So, ich muss einmal aus dem Spiel raus, damit ich hier in OBS das. Hallo Chat. Chat, du ziehst mal kurz um und zwar nach unten rechts. Da tust du niemandem weh. Ich glaube zwar nicht, dass hier jemand. Aber egal. Wir resümieren. So, jetzt habe ich leider die erste Frucht schon blöd weggeschmissen. Also, worum geht's? Es geht um so eine. Es ist eigentlich ein bisschen wie Tetris. Jules, Bejeweled, ihr werdet sehen. Also, wichtig ist hier, da ist meine Birne davor, ich versuche mir gleich aus dem Weg zu gehen. Also, der Ring of Fruit sieht vor, wir fangen an, also am Anfang des Fruit Rings steht die Blaubeere,
dann kommt die Erdbeere, dann kommt die, ich glaube, das soll eine Weintraube sein, dann kommt die Zitrone, dann kommt, ich würde sagen, der Apfel hinter mir ist was Lilanes, dann kommt da sowas, weiß ich nicht, Pampelmuse, dann kommt, keine Ahnung, was das hier sein soll, dann kommt was Grünes. Dann kommt wieder was, ach so, Ananas, sehr rund, weil es soll halt kugelförmig sein. Und dann kommt, da geht mein Finger nicht hin, die Wassermelone. Das ist der Ring of Fruit. Das heißt, wenn zwei Früchte der gleichen Gattung sich berühren, verwandeln sie sich in die nächste Frucht in diesem Kreislauf. Ja, und ihr seht schon, wir haben einen begrenzten Raum. Wir dürfen den nicht überfüllen. Und ich vermute mal, ich habe es noch nie geschafft. Natürlich ist das Spiel dann irgendwann zwangsweise zu Ende, weil irgendwann ist das Gefäß voll. Egal, wie gut man die Sachen kombiniert und sie sich wieder zusammenfassen, weil, ach so, die Früchte werden auch immer größer. Also es ist nicht so, zwei Blaubeeren ergeben eine Erdbeere oder Himbeere, die ist dann aber auch größer. Und zwei Himbeeren ergeben eine Weintraube oder was ist es, die ist noch größer. Eine Melone ist schon riesengroß und dann würde man natürlich sagen, naja, selbst wenn ich alles super zusammenfüge, ich vermute, dass zwei Melonen sich auflösen. Das habe ich allerdings noch nie geschafft. Aber das würde Sinn ergeben, dass das wie bei Tetris, also die Reihe voll, heißt hier, du schaffst es, zwei Melonen zu erzeugen, die sich berühren und macht's ploff und dann lösen die sich auf. Ich habe nicht mal irgendwie geforscht oder so. Also, mein Problem ist, ich gucke immer auf, ist ja da, ist ja, wo muss ich denn hinzeigen? Da oben, ganz, ganz oben rechts, da kann ich nicht hinzeigen. Next. Ich gucke immer auf Next und denke immer, das ist die nächste. Also die, das ist ja, ich habe ja oben, seht ihr ja, oben, das bewege ich hin und her. Das ist ja die Frucht, die ich jetzt quasi kontrolliere. Die schmeiße ich mal hier hin. So, plopp, plopp. Wir haben eine. So, und ihr seht, da ist auch ein bisschen Physik. Jetzt ist diese Frucht ganz rübergerollt, was natürlich doof ist, weil ich möchte sie ja früher oder später mit. Ne? Und jetzt habt ihr gesehen, das war schon jetzt sehr pfiffig von mir. Ich habe jetzt die Erdbeere so geschmissen, dass sie hier die berührt, weil wenn jetzt zack. Ja, es ist schön. Jetzt haben wir nämlich genau den Effekt. Jetzt ist die wieder weggerollt. Jetzt kann ich versuchen, mit der hier die wieder darüber zu schubsen. Was wichtig ist, weil ihr seht, zack, Apfel, Apfel, lila. Was auch immer lila sein soll. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier gelb. Gelb kommt nach Weintraube. Ich nenne es Weintraube. Weintraube, Ja, wir sollten mal versuchen, den hier hin. Ach, guck mal, jetzt erzeugt er uns schon wieder eine Weintraube. Das heißt, wenn wir die und die, dann macht es plöff und plöff. Jetzt lassen wir die noch ein bisschen rollen. Es läuft auch eine Zeit, die ist mir völlig scheißegal. Und wenn ich nämlich jetzt hier plöffe, dann plöff, zack, habe ich diese sehr große. So, jetzt müssen wir schon mal aufpassen. Ihr seht, ich habe jetzt die Weintraube. Blaubeere. So, schon scheiße, die rollen nämlich jetzt alle weg. Wichtig, ich möchte jetzt eigentlich diese hier, die Erdbeere, dass die Erdbeere berührt oder die hier, nur da kriege ich sie nicht mehr hin, weil dann würden sich die Erdbeeren, die Weintrauben wiederum zu einer gelben, das nächste nach der gelben ist das rote. Jetzt bin ich am Überlegen, wenn ich den jetzt hier runterfallen lasse, dann liegt der dazwischen, dann kriege ich nicht so einfach die wieder zusammen. Ich kann versuchen, das geht meistens schief, den darauf. Oh doch, er bleibt da. Toll, ne? Physik. Na, na, na. Zack. Jetzt rollen sie wieder zurück. Jetzt kann ich hoffen, dass der andere noch ein bisschen weiterrollt. Sehr schön. Jetzt seht ihr, Next ist so eine gelbe. Dann wird das zum Apfel. Problem, der Apfel ist auf der anderen Seite. Ich schmeiße jetzt den erstmal hier hin. Der interessiert mich erstmal nicht. Dann kriege ich hier einen gelben. Dann kriege ich schon wieder einen gelben. Den schmeiße ich jetzt mal hier hin. Dann kriege ich hier eine Frucht. Das ist auch gut. Der wird zu dem. Das ist jetzt wieder mittelprächtig. Der wird zu dem.
Und jetzt ist wichtig, ich habe eine Blaubeere und ich kriege eine Blaubeere. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich es schaffe, dass die Blaubeere so landet, dass die Blaubeere mit der Blaubeeren, ne, zack, 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 zack. So, das Gute ist, jetzt muss ich eigentlich nur noch schaffen, dass diese gelbe zum Apfel wird, weil dann berührt der Apfel. Ich krieg den nicht mehr dazwischen. Macht nichts. Ich weiß nicht, ob ihr als, ob, ich habe nicht darauf geachtet, ob das im Sound funktioniert, aber es macht nur blub, 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 blub. Ihr seht nur, es wird halt immer größer. Okay. Wir schmeißen mal hier den Apfel rein. Hier haben wir eine Blaubeere. Noch eine Blaubeere. Noch eine Blaubeere. Noch eine Blaubeere. Die schmeißen wir hier hin. Ich habe schon so ein, zwei Strategien mir überlegt. Seht ihr? Jetzt haue ich da einfach die oben drauf, was nur so halb erfolgreich war. So. Jetzt berühren die sich. Klack, klack, lila. Klack, klack, rot, rot. Also, bisher sieht das gar nicht so schlecht aus. So gut war ich, glaube ich, noch nie. Gut, jetzt schmeißen wir hier. Zack. Ich hatte eigentlich sozusagen, ich war zu pessimistisch. So, jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt die rote hier drauf werfe, in der Ho Hoffnung, dass sie die beiden grünen zusammendrückt, selbst wenn, die werden erstmal zu was Gelben. Ich parke die blaue mal hier in der Nähe. Und parke den hier in der Nähe. Ja, seht ihr? Und das passiert dann, und dann eigentlich sollte die natürlich nicht dahin fallen. Das war jetzt überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Gut, wir versuchen mal unser Glück. Wir versuchen jetzt mal das hier. Ja. Ich könnte natürlich hoffen, dass auf ich wieder eine grüne kriege, die grüne auf die grüne, die gelbe, aber da habe ich da unten etwas, was sich in 100 Jahren nicht auflöst. Aber gut. Oh, seht ihr, jetzt habe ich schon wieder auf den Apfel geguckt. Ich dachte, ich werfe einen Apfel runter. Es ist immer dasselbe mit mir. Ich gucke immer zu sehr auf Next, was Blödsinn ist. Irgendwann muss man dann auch mal drauf pfeifen. So, jetzt habe ich hier einen gelben. Jetzt habe ich das Problem. Achso, seht ihr, ich gucke schon wieder auf den Next. Also, du gehst dahin. Das ist schon mal gut. Dann schmeiße ich dich oben drauf. Okay, hier ist ein das ist ja gar nicht so schlecht. Wenn ich natürlich jetzt es irgendwie hinkriegen würde, dass dieser Rote sich mit dem Roten verbindet. Oder ich erzeuge einfach selber wieder einen Roten. Aber ihr seht, ich habe schon wieder die Physik. Ja, egal. Das ist natürlich gut, weil die geben zusammen und der gibt auch zusammen. Bup, 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 bup. Und wir sehen, wir haben schon eine grüne nach. Also, ich keine Ahnung, was das sein soll. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier, dass wir an den da unten nochmal rankommen. Und zwar in dem Sinne, wenn wir jetzt hier, wenn wir noch gleich noch so einen kleinen blauen kriegen, dann kommen wir da unten tatsächlich nochmal ran. Aber wie ihr seht, verschwört sich das schon wieder alles gegen uns. Deswegen gebe ich das Projekt mal auf. Weil das Problem ist, wir haben jetzt hier unten natürlich Sachen, von denen sind wir 30.000 Schritte entfernt. Das ist das Problem. Wir sind halt ganz viele Schritte davon entfernt. Das heißt, ja, wir müssen jetzt unheimlich aufpassen, was wir da so machen, wann wir wohin kommen. Bum, bum. Rot. Gelb. Jetzt rollt er da drüber. Da wollte ich ihn überhaupt nicht haben.
Polter nicht so weit höre. Wahrscheinlich. Ah, wenigstens berühren die beiden sich. Das ist ja schon mal was. So, was mache ich jetzt mit dir? Und ihr seht, da unten am Boden sammeln sich jetzt Sachen, an die komme ich nie wieder ran. Das ist so wie bei Tetris, wenn man unten irgendwie eine unvollständige Reihe mit einer vollständigen Reihe zugebaut hat. Da ähneln sich die Sachen halt sehr. Gut, jetzt hauen wir hier die erste. Na, oh, jetzt rollt die darüber, die dumme Nuss. Ist ja auch eine Erdbeere. So, komm. Tack, tack. Kettenreaktion. Warum hat er dem jetzt nicht noch einen kleinen Kick gegeben? So, du drückst jetzt bitte mal Danke. Ihr seht, manchmal steigen die auch auf. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Dann steigen die so ein bisschen auf und das hat dann auch witzige Effekte. Wie gesagt, man kann immer so ein bisschen hoffen, dass man die Sachen runterhämmern kann. Jetzt berühren die sich nicht. Wieso berühren die sich nicht? Macht nichts. Ist zum. Und das ist dann wie bei Tetris. Man fängt an, irgendwie Sachen irgendwo auszulagern und das, ja, früher oder später bricht einem das dann. Jetzt habe ich hier meinte. Und jetzt berühren die sich nicht. Und wenn ich da jetzt wieder den drauf schmeiße, eigentlich müsste ich da jetzt was Schweres draufwerfen. Ah, guck mal. Plopp. Unverhofft kommt oft. So, jetzt müssen wir mal nachdenken. Der Rote macht den Apfel zum Lilanen. Die beiden Lilanen, wenn sie sich denn berühren, lösen den Lilanen auf, machen ihn zu so ein. Das bräuchten wir eigentlich eher auf der anderen Seite. Eigentlich müsste ich eher versuchen, auf der anderen Seite ein bisschen voranzukommen. Jetzt habe ich hier wieder so eine einsame Blaubeere. Jetzt habe ich hier wieder so einen. Der darf mir aber den Weg nicht versperren zu den Gelben, ne? Wahrscheinlich, ja, das war so klar, dass du rüberrollst. Überrollbügel. Der rollt auch rüber. Das ist immer das, wo ich dann das kalte sonst was kriege. So. Wert rot. Wert lila. Wert lila. Aber es ist. Ich hätte natürlich lieber, wenn die sich. Lieber, wenn die sich berühren würden. So. Du bleibst jetzt da liegen, genau, weil jetzt wirst du zu dem. Und wieso berührt er euch jetzt nicht, ihr Hongs? Ja, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt parke ich den kurz hier. Schmeiß den hier drauf. Ihr werdet zu. Oh. Seht ihr das Problem? Der Lilane, ich hatte gehofft, dass der darüber rollt. Ich glaube auch nicht, dass wenn ich jetzt den Roten darauf werfe, dass der sich in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube, du solltest zur anderen Seite rollen. Irgendwie mit dieser Physik bin ich nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich mit dieser Physik. Gut, ich glaube, ich möchte, dass ihr euch jetzt berührt. Da hat natürlich die Engine wieder was dagegen. Okay, ich bin einigermaßen versöhnt. Unverhofft kommt oft. So. Okay, du kommst dahin. Wieso rollt die darüber? Ich weiß schon, warum ich kein Gamer bin, weil ich. So. Roll darüber. Danke. So. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das hier schlaue Strategien sind. Wenn ich den darauf lege, eigentlich kommt ja gleich ein gelber. Wehe, du schaffst es jetzt nicht dahin. Doch, wunderbar, du schaffst es dahin. So, du machst jetzt mit dem zusammen ein Grün. Ab ins Grüne. Ja. Ja, sehr schön. Aber ihr berührt euch natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Wäre ja auch zu schön. So, kriege ich dich rübergeschubst?
Nein, natürlich nicht. Ah, plötzlich macht es dann plopp und sie bewegen sich ganz von alleine ans Ziel. So, kriege ich dich denn mal rüber ge... Nee, der will einfach nicht. Nein. Ach, Leute. Ja, komm. Könnte ja so einfach sein. So, plopp, 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 plopp. Sehr schön. Was machst du, Gelber, da oben jetzt? Urlaub? Muss ich dich ja erst runterlocken? Ne? Und jetzt verkeilen die sich schon wieder so. Ich weiß schon, warum ich kein Gamer bin. Gut. Den da oben drauf. Oder lieber hier hinten parken. Interessant. So, und jetzt habe ich wieder das Problem, dass der bestimmt nicht da durchgeht. Jetzt kann ich vers jetzt versuche ich den runterzuhämmern, was natürlich auch nicht von Erfolg gekrönt ist. Ach, 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 so. Wir hoffen mal, dass wir hier. Guck mal, jetzt glitscht dieses Ding nach oben, weil das Programm merkt, es hat mit. So, und das ist jetzt der größte Kack überhaupt. Jetzt habe ich mir nämlich hier sozusagen ein Ei gelegt. Aber ich komme da dran vorbei. Das ist gut. Das ist gut. Okay, Leute. Das ist gut. Das ist auch gut. Du kommst hier hin. Du passt bestimmt nicht hier vorbei. Ja, das macht nichts. Vielleicht macht es gleich plopp und es löst sich alles in Wohlgefallen auf. So, jetzt kann ich versuchen. Naja, eigentlich wäre es schlauer. Warte mal, nach Dings kommt das. Ah, das will ich ja eigentlich auch nicht. Ich möchte ja eigentlich, dass der runtergeht, sich durchdrückt und dann plopp macht und so weiter und so fort. Wenn er da oben plopp macht, bringt er mir auch nichts. Ach, egal. So, es wäre natürlich schön, wenn die beiden Lilanen sich berühren würden, aber den Gefallen tun sie mir garantiert nicht. So, du rollst natürlich wieder weg, das hätte ich mir denken können. Komm. Und dann macht das Spiel sowas. Okay, jetzt liegt der Rote dazwischen. Man kriegt maximal so einen Roten zugespielt. Ne? Also mehr als Rot bekommt man nicht sozusagen in die Hand. Jetzt geht der nach oben. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie ist es auch strange. Also diese ganze Physik dieser Teile ist schon interessant. Und jetzt liegen die, ne, jetzt liegen da die beiden Erdbeeren vor dem Roten. So, und jetzt möchte ich hier bitte, dass der Gelbe da durchgeht. Und der geht natürlich nicht da durch. Okay, volles Risiko. Das war schon mal nicht schlecht. Oh, das ist ja mal ganz nett gefallen. Ja, es war ja klar,
dass du nicht durchfällst. So, jetzt ist die Frage, jetzt muss ich überlegen. Ist es schlauer, wenn er auf den fällt oder wenn er auf den fällt? Okay, macht nichts, weil der. Warum lässt du mich den nicht werfen? Irgendwie reagiert er auf die Maus nicht. Okay, mit der Tastatur. Irgendwie reagiert er zwar auf hin und her, aber auf Klicken reagiert er im Moment nicht so gerne. Ich weiß nicht, warum er nicht will. So. Meint ihr, ob ich da jemals wieder an die Seite rankomme? Ich weiß nicht, warum er nicht. Ich würde es ja auch mit der Tastatur spielen. Nein, nicht, wenn er so. Weiß nicht, warum er nicht will. Wenn ich wüsste, mit welcher Taste ich das Ding droppen kann. Ah, seht ihr? Das ist genau das, was ich wollte. Dass der ihn sozusagen runterdrückt. So war das nicht gedacht. So war das nicht gedacht. Es ist doch alles schon wieder. Ich glaube, jetzt habe ich mich von diesem, er reagiert nicht auf mein Klicken irgendwie so aus dem Konzept bringen lassen. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlichen Bockmist gemacht. Kann ich erstmal nur wieder auslagern. Jetzt reagiert er wieder nicht. Leute, es bringt nichts, wenn ihr mir hier jetzt zwei Äpfel hintereinander bringt. Will ich mich mal nicht beschweren. Wenn ich aus dieser Traube. Wenn ich aus dieser Traube. Jetzt rennen. Zack, zack. Das war schon mal nicht schlecht. Eigentlich müsste ich. Warte mal. Nach Lila kommt dieses, diese Frucht. Nee, kommt diese Klarsichtfrucht. Das ist ja auch doof. Das sieht echt schlecht aus. Hau ich dich jetzt da drauf oder hau ich dich da drauf? Ich hau dich da drauf. Gut, das ist gut, weil der wird zu lila, der berührt den. Aber der, ne, seht ihr, jetzt rollt das Ding zu der Seite. Da kann ich es überhaupt nicht gebrauchen. Das hat uns ein bisschen Luft verschafft. Wenn jetzt perfekt wäre, wenn jetzt ein roter käme. Weil dann wird der rote und der lilane werden zu einem. Gut, das ist dann wieder so ein, weiß ich nicht was. Nee, ich darf mir hier den Zugang zu dem Roten darf ich mir nicht verbauen. Das heißt, ich muss leider. Es kommt natürlich so ein Bullshit hier, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Das ist gut. Zack, zack. Badum, badum. Oh.
Wieso geht der jetzt hoch? Geh runter. Ich schmeiß jetzt so lange Sachen auf dich drauf. Falls ihr euch fragt, wenn das Spiel zu Ende ist, wirklich, wenn Oberkante ist. Also wenn wirklich Oberkante ist. So, und jetzt berühren sich die beiden natürlich nicht. Wie kriege ich das, die Roten dazu, dass sie sich berühren, bitte? Danke. So. Jetzt ist die Überlegung, was ist schlauer? Ja. Ja, sehr schön, ne? Seht ihr das? Kleine Kettenreaktion. Ganz kleine Kettenreaktion. Jetzt kriege ich hier eine mittlere Kettenreaktion hin. So, und perfekt wäre echt. Jetzt bräuchte einen roten Apfel. Danke. Ich riskiere es und wirf den hier oben drauf. So. Achtung, Achtung. Ach nee, Moment, ich bin wieder zu optimistisch. Das war. Alter. Jetzt kommt die. Ihr seht das Problem, ne? Ja, die Gesichtsausdrücke der Früchte ist mir auch nicht so ganz klar. So, ich versuche jetzt. Eiskalt versuche ich jetzt, den da durchzuhämmern. Aber das hat sich jetzt auch erledigt. Dunk, dunk. Ich möchte doch nur, dass diese. Ich sehe schwarz. Jetzt habe ich Blödmann das noch weiter weggekippt. Jetzt ist hier die Frucht wieder nach da gekippt. Okay, das wird es gleich gewesen sein. Warum rollen die auch wieder auseinander? Genau das hatte ich gehofft. Aber so richtig glücklich bin ich noch nicht. Ist gleich over. Ah, hier, das Ärgerliche ist jetzt diese große Lücke in der Mitte, ne? Und das Ärgerliche ist, ich habe eine Ananas, ich habe drei von denen, weiß ich nicht. Und wenn sich irgendwas davon noch berühren würde, ja, wenn. Super, und jetzt kommt eine rote. Na, und jetzt ist Schluss. Ja. Oh, das ist aber schlecht. 2767. Das ist echt schlecht. Ihr seht ja, ich hatte schon über 3000 irgendwas. Ja, weil ich habe schon mal eine Melone geschafft. Ich habe schon mal eine Melone geschafft. Ach ja. Nun gut.
200. Ja, irgendwie, man steuert ja hier dieses Wesen in den Wolken mit der Obstschale auf dem Kopf. Naja, ich kann ja nochmal, muss mal kurz was gucken. Ich muss mal kurz was gucken, weil während das hier lief, warte mal, wie komme ich jetzt hier? Main Menu, Quit Game. Das war jetzt Steam. Kommen wir nun zu Epic. Ach, okay, das dauert noch. Ich dachte, das hätte sich mittlerweile installiert. Ist die Installation pausiert? Nee, Installation abbrechen. Und das ist in der Warteschlange. Okay, wenn das andere Spiel noch nicht so weit ist, dann gehen wir wieder zurück zu Steamen Sie angemessen. Kommen wir also wieder rüber auf. Ach, jetzt hält er wieder meine Maus fest. Ich habe ja kein Steam Deck hier an diesem Rechner. Ich kann mir nicht noch einen zweiten Steam Deck. Also eigentlich müsste der. Wenn ich da drauf klicke, dann kriege ich den Mauszeiger. Nee, auch nicht. Jetzt ist der Mauszeiger hier. Jetzt kann ich da drauf umschalten. Ja, geht doch. Gut, Resume. Okay. Gelb. Rot. Rot macht lila. Du kriegst nochmal einen Ditch darüber. Ditch, Ditch. Ditch. Bup. Mach Platz. Dup. Dup. Ah, Shelter spielt. Seht ihr jetzt nicht? Ist ja auch gut so. Shelter spielt auch gerade das Spiel. genau. Zack. Jetzt von dieser Seite gelb, macht rot. So, jetzt muss ich den ein. Ja, gut. Es rollt ja langsam dahin, wo es hinrollen soll. Und bupp. Und bupp. Wird gelb, wird rot, wird lila, wird. No, und komm, roll weiter. So gefällt mir das. Gut, fangen wir wieder von vorne an. Ja, das ist jetzt wieder eine gute Frage. Eigentlich hätte ich den gelben. Ja, genau so wollte ich das sehen. Sehr schön. So, du verheiratest dich mit dem, du rollst darüber, verbindest dich mit dem und dann haben wir nämlich wieder einen gelben und der ergibt einen roten und der rote ergibt einen lilanen und du rollst bitte wieder gegen den. Genau. Sehr schön. Zack, zack. Und du rollst bitte dagegen und du rollst bitte dagegen. Das gefällt mir sehr gut. Zack. Du rollst bitte. Ich möchte eigentlich, dass du dahin rollst. Das ist schon wieder alles. Ich habe schon wieder. Ich wünsche mir so ein Undo, so ein Steuerung Z. Das war jetzt wieder richtig, richtig Kacke, was ich gemacht habe. Weil ich wieder oben rechts auf Next geguckt habe. Und mich habe davon ablenken lassen. Aber gut, das konnten wir nochmal retten. Genau. Genau so. Oh. Nein, ich muss echt dieses Next. Aber ich brauche es ja auch. Aber ich darf mich halt nicht von dem Next immer so verarschen lassen, im Sinne von, dass ich denke, das ist, es ist das nächste Teil, aber das nächste Teil. So, jetzt haben wir langsam, wie ihr seht, haben wir langsam ein Breitenproblem. Haben wir hier
mal den dahin. So, und jetzt kommt nämlich der Punkt. Genau, das habe ich befürchtet. Und jetzt rollt halt dieses scheiß gelbe Ding dazwischen. Aber das kriegen wir vielleicht gelöst. Du gehst da vorbei. Genau. Was mache ich mit dir? Genau, du kommst hier hin, du kommst hinterher, bum, bum, bum. Das Ziel ist, dass ich jetzt in der Mitte quasi den Weg gehe bis zu diesen mit den Zotteln dran. Genau, mit den Zotteln dran. Der meint es aber auch wirklich gut mit mir. Genau, lila. Jetzt brauchen wir... Ja, es wäre natürlich schlau gewesen, wenn der Lilane jetzt da wäre. Na, egal. Die beiden Gelben sich berühren werden. Ja, das mit den Zotteln. Das mit den Zotteln ist ein guter Name. Ich wünschte, ich könnte den Gelben da vom Rand nochmal loskriegen. Oder den Lilanen hier vom Rand weg. Na egal. Zack, zack, zack. Oh, das ist doch nicht schlecht, oder? So, wenn sich jetzt die beiden Lilanen berühren würden, das wäre klasse. Ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir das hin, dass die beiden Lilanen in der Mitte sich berühren? Nein, aber wir kriegen hin, dass die sich berühren und genau. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die beiden unten sich berühren. Kriege ich die zusammengepresst, indem ich... Ja! Yes! Ananas. Eins vor Wassermelone. Komm. Genau. Vielleicht kriegen wir es hin, dass irgendwie da nochmal was nach unten durchrutscht. Komm. Natürlich berühren die sich nicht. Wäre ja auch zu schön. Ich nie wieder ran da unten. Nachdenken. Oh, jetzt ist er wieder. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Genau, du wirst mit dem zu dem zu dem. Leute, ihr sollt euch berühren. Das ist doch zum Kotzen. Ja, dann machen wir es halt. Nee. Ah, wenn ich da jetzt, dann wird das ein gelber.
Das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Manchmal macht es halt so plopp, 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 plopp und alles löst sich in Wohlgefallen auf. So, hier darf ich nicht so viel hinschmeißen, weil ich will ja hier aus dem Roten auch noch wieder so ein Zottelvieh machen. Ich versuche den mal hier zu parken. Das war eine saublöde Idee. Auch wieder schlecht. Soll ich mir jetzt da drunter vorstellen? Da ist jetzt schon wieder so viel Gedöns dazwischen. Nee, das muss ich anders machen. Das ist wieder so typisch. Jetzt kommt wieder überhaupt nicht das, was ich bräuchte. Das sieht gut aus. Die sind zu leicht. Die steigen nach oben. Der sollte eigentlich nach unten gehämmert werden. So, und jetzt berühren sich aber die beiden Lilan nicht mehr, weil so viel anderer Scheiß dazwischen ist. Es ist zum Kotzen. So, ich bräuchte jetzt... Ich will eigentlich nicht, dass die sich berühren. Weil eigentlich will ich diese Reaktion. Komm. Genau. Und komm. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, habt ihr gesehen? Schön dazwischen gehämmert. Was mache ich denn jetzt mit dir? Auch nicht schlecht. Jetzt ist die Ananas darüber geflutscht. Vielleicht hilft uns das. Weil wenn wir jetzt hier drüben... Jetzt haben wir uns das wieder zugetackert. Ich hasse es. Gut. Jetzt habe ich da unten so viele Lilanen. Lilane. Sieht auch schon wieder ganz schlecht aus hier. Wieso mache ich das? Wieso habe ich nicht den da drüben spendiert? Weil die sich natürlich wieder so bescheuert abrollen. Manchmal reicht so ein kleiner Ditch und alles wird gut. So. Du rollst natürlich dahin, wo ich dich nicht haben will. Was passiert? Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh, fuck.
dieses Hasskappen. Jetzt habe ich da wieder so einen gelben. Irgendwann habe ich dann nämlich keine Lust mehr und dann mache ich nur Blödsinn. Und Kettenreaktion. Nein. Ja, Strike. Wir haben eine Melone. Aber eine Melone macht noch keinen Sommer. Oder wie das heißt. Das ist gut, die passt, wie habt ihr gesehen, die passt gerade ebenso da durch. Ey, komm. Ist nicht dein Ernst. Ich schmeiß jetzt so lange Sachen da drauf, bis die da runterrollt. Geht doch. So. Jetzt fängt er wieder an, hier nicht auf meine Maus zu reagieren. Das muss doch ein Bug sein. Okay. Was macht ihr da? Das ist schon wieder nicht schön, dass ihr da jetzt alle aufsteigt. Kriege ich aufsteigende Hitze. So. Wieso rollen die Scheißdinger 3 Kilometer weit? Nein. Und dann verklicke ich mich. Ja, Spiel, du musst dir da auch mal was einfallen lassen. Du kannst die Dinger nicht ewig hochsteigen lassen hier. Da muss es auch mal in die andere Richtung gehen. Das ist alles Blödsinn, was ich hier mache. Okay. Kann ich dich dazu bringen, auf die andere Seite zu rollen? Sehr schön. Wie kann ich den jetzt dazu bewegen, darüber zu springen, bitte? Steigt doch alle auf. Ich habe keine Lust mehr. Ich wollte einen Tick noch weiter nach links und dann klicke ich einen Tick zu früh und dann ist alles wieder Kacke. Oh
Das kann ich. Gut, ich bin ja auch selber schuld. Ich hätte es ja auch geschickter werfen können. Ja, das war jetzt volles Risiko. Komm, irgendjemand muss doch. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Das fand ich jetzt doof. Weil eigentlich habe ich nichts falsch gemacht. Das ist einfach so hoch aufgestiegen. Aber gut. Habe ich mich noch mal kurz aufgeregt? Kann ich jetzt ganz entspannt ins Bett gehen? Ach ja. Wie gesagt, ich mache einfach nachher dann auch so auf Drachenfrucht, das mit den Zotteln. Ja, ich habe die schon mal irgendwo gesehen, die dann so Zacken nach oben haben. Ja, also Botaniker werde ich jetzt nicht mehr oder Gemüsehändler, aber nichtsdestotrotz. Es ist halt so, hat halt diesen Suchtfaktor wie Tetris halt auch. Ich will einfach eigentlich es nur mal schaffen, dass zwei Kürbisse, nee, Melonen, Kürbisse nicht, dass zwei Melonen so. Weil ich gehe davon aus, dass sie sich dann auflösen und dann. Aber man sieht ja, ne, die werden immer größer, es verkantet sich immer mehr. Es ist halt. Ist schon ganz witzig, so eine simple Spielidee, finde ich. Bisschen die Physik ganz gut programmiert mit dem Rollen. Nur ich bin dann auch. Zum Schluss war ich jetzt wieder echt zu ungeduldig und es sind manchmal wirklich nur so ein paar Pixel, die darüber entscheiden, rollt er nach links, rollt er nach rechts. Und wenn ich selber beim Klicken merke, dass es die falsche Position war, dann ärgere ich mich halt, weil ich hätte halt nur ein bisschen genauer zielen müssen. Ach ja. Mal sehen, vielleicht später. Das ist halt, wenn ich abends noch Lust habe, was zu streamen, aber keine Lust habe, noch zu bauen, dann ist das natürlich einfach mal kurz hier oben. So ein Spiel anzuschmeißen. Und wer weiß, vielleicht spiele ich auch mal. Der Kleine hat mich ein bisschen angesteckt, so angefixt mit Lego Fortnite. Und dann irgendwann kam er dann mit dem echten Fortnite. Und naja, vielleicht spiele ich hier demnächst mal Fortnite. Um mich so richtig zu blamieren. Mal schauen. Egal. Ich mache jetzt Feierabend. Das wird dann, ist nämlich dann fast genau perfekt eine Stunde, wenn ich noch ein bisschen den Abspann laufen lasse und dann geht es hier irgendwann mit, weiß ich nicht, whatever. Ich habe ja auch noch das Spiel, was Ole mir empfohlen hat. Das wollte ich eigentlich auch mal, aber vor Weihnachtszeit. Vor Weihnachtszeit ist ereignisreiche Zeit. Nun gut. Ja, Fortnite. Ich habe sogar einen Kill heute geschafft. Aber ich hatte ja auch einen starken Helfer an meiner Seite. Battle Royale No Build Duo. Und ich habe einen Kill. Ich habe einen verifizierten Kill. Mindestens einen. Das ist schlimm. Macht's gut. Wir sehen uns.